So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte mal vorgezeigt haben, den Schweizer Armee-Rucksack, Modell nicht ganz neu, im Detail. Ein wunderschöner Rucksack, der macht unglaublich Spaß, nicht unbedingt beim Tragen, mehr beim Besitzen. Und beim Angucken ist er noch ganz spaßig. Und irgendwo, natürlich, er macht auch irgendwo Spaß beim Dabeihaben. Und es passt alles rein, was man zum Beispiel für eine Waldübernachtung brauchen würde. Und für so einen Zweck kann man den auch mal mitschleifen, insbesondere wenn man wirklich nur vorhat, mal eine Runde übernachten zu gehen. Hier nochmal ein bisschen vom Nahen, nochmal von der anderen Seite. Ja, und Details folgen dann jetzt gleich. Ne? Also wirklich ein ganz, ganz wunderschöner, spaßiger Rucksack für traditionelle Wanderausflüge. So, also, das ist das gute Stück. Soweit im tatsächlich Zustand, wie der auch damals herumgetragen worden ist, hoffe ich. Gleich mal vorneweg, falls es unter meinen Zuhörern und Zusehern ein paar Leute gibt, die da Näheres zu sagen können, was man damit genau angestellt hat, falls das zufällig jemand weiß, dann wäre ich da sehr, sehr dankbar für die zusätzlichen Informationen, die ihr dann möglicherweise bereitstellen könnt. Das Ding ist, Stand heute, 89 Jahre alt. Ja, also hergestellt ist der 1944. Dementsprechend, ja, sieht er hervorragend aus, wenn man sein Alter bedenkt, und der ist ja auch benutzt worden. Aber einige moderne Dinge, die man heutzutage an Militärrucksäcken dran hätte, sind die halt eben noch nicht dran. Das macht ihn ja gerade sympathisch, meiner Meinung nach. Zum Beispiel hat er keine einzige Molle-Schlaufe. Dafür hat er einen wunderbaren Sattellederboden mit Special Feature. Kommen wir gleich noch dazu. Und ja, ich habe ihn jetzt einfach mal ein bisschen bepackt, um zeigen zu können, wie viel denn da so grob reinpasst. Zu diesem Zweck müsst ihr doch noch ein bisschen weiter weg, damit wir das besser sehen können. Und zwar hat der Rucksack, wir gehen auf alle Details ein, wird wie immer lang genug, zwei schicke Außentaschen, die hier ja so ein bisschen in Flaschenform mehr oder weniger, also aus moderner Sicht würde man vielleicht eine Trinkflasche reinpacken. In diesen Taschen ist nochmal eine Innentasche. Ich habe hier spaßeshalber einfach mal mein kleines Mini-Beil reingemacht. Aber man hat hier nochmal eine Innentasche und kann dann da halt eben innerhalb dieser Seitentasche relativ viel organisatorischen Stauraum schaffen, Kleinteile hier hinten reintun, dann fliegen die nicht in der Gegend rum, bisschen was Größeres hier vorne reintun. Volumenmäßig dürften das so ungefähr 3 bis 4 Liter sein, wahrscheinlich 4, effizient nutzbar, vielleicht eher 3, kommt drauf an, was man natürlich reinstopft. Wenn das was ist, was super klein verpackbar ist, geht das auch. Mal zur Einordnung der Größe diese Seite. Hier habe ich eine 1,5 Liter Flasche drin. Das Ding ist aber bei weitem nicht voll. Ja, also hier wäre jetzt noch jede Menge Platz an der Seite. Da könnte man also rein vom Volumen her im Grunde auch 2 1,5 Liter Flaschen reinbekommen. Daher schätze ich das Gesamtvolumen auf schätzungsweise etwa 4 Liter. Vielleicht 3,5, sowas um den Dreh. Ne? Tiefe ist ungefähr so, dass dann halt hier eben der Deckel noch rausguckt. Da könnt ihr euch sicherlich auch was drunter vorstellen. Man weiß ja, wie groß eine 1,5 Liter Flasche ist. Und ja, auch auf der Seite nochmal ein Innentäschchen. So, dann haben wir hier diese Deckeltasche. Die ist ja ein bisschen speziell. Das ist der Brotbeutel der Schweizer Armee, der zu diesem Rucksack dazugehört hat. Das ist übrigens der Gebirgsrucksack, muss ich noch dazu sagen, ne? Von 44. Und den Brotbeutel kann man hier oben mehr oder weniger einschlaufen. Dafür sind diese Lederriemen da. Alternativ, wenn man keinen Brotbeutel hat, könnte man hier oben mit den Lederriemen sicher noch anderes Gepäck befestigen. Was das genau sein soll, aus moderner Sicht würde man sagen eine Isomatte. Dann wäre es aber eine verdammt dünne Isomatte, und das gab es damals in dieser Form so gar nicht. Also schwer zu sagen, was das noch hätte sein können. Brennholz, das ist tatsächlich eine Option. Jeder eine Ladung Brennholz obendrauf. Als Gesamttruppe hat man dann genug für ein Feuerchen.
Vielleicht eine Decke. Eine Decke wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Also zumindest in der modernen Anwendung, wenn man heute noch so einen Rucksack benutzen möchte, könnte man hier prima eine Isomatte, eine dünne oder alternativ eben noch ein Deckchen. Deckchen wäre, glaube ich, der Gegenstand der Wahl. So saß das hier jetzt gerade drauf. Wenn man es umdreht, sieht es ganz anders aus. Grundsätzlich ist es so, dass fast jede europäische Armee, insbesondere eben um plus minus Zweiten Weltkrieg und kurz danach, oder beziehungsweise noch früher, so ab vor Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, in dieser Phase gab es eigentlich bei, wie gesagt, fast jeder europäischen Armee irgendeine Form von Brotbeutel. So auch natürlich bei den Schweizern. Und es ist schwer zu rekonstruieren, was genau der Brotbeutel in den jeweiligen Armeen exakt für eine Funktion hatte. Grob zusammenfassen kann man, dass das quasi die zweite Ausrüstungsschicht gewesen ist. Es gibt bis heute bei militärischer Ausrüstung das Konzept, dass du drei Schichten sozusagen hast. Das variiert je nach Armee. Mal die einen machen ein bisschen so, die anderen machen ein bisschen so und so weiter. Aber im Grundprinzip funktioniert das folgendermaßen. Der Soldat hat einen gewissen Teil an Ausrüstung, ein paar Kleinigkeiten, direkt immer am Mann. Das kann sein, insbesondere bei der Bundeswehr, zumindest in der Grundausbildung war das damals so, vielleicht ist das immer noch so, das weiß ich nicht, dass man Verbandspäckchen immer in der Tasche hatte. Für den Fall, dass irgendwo ein Unfall passiert, dass das Erste, was man, dass man wirklich immer, egal welcher Kamerad quasi zur Stelle ist, der sofort Verbandmaterial dabei hat und sofort erste Hilfe leisten kann. Das halte ich auch für sinnvoll und ist vielleicht eine der wichtigsten Sachen, die man wirklich tatsächlich immer in der Tasche haben sollte als Soldat. Fällt mir nicht viel ein, was da noch wichtiger sein könnte. Ja, weil wenn du ohne alles unterwegs bist, nur mit deiner Kleidung, dann bringt es dir auch nichts, ein Ersatzmagazin noch in der Hosentasche zu haben, beziehungsweise das Gewehr wirst du vielleicht noch am Mann haben. Aber ja, dann müssen halt eben im Fall vom G36 30 Schuss dann halt reichen, um sich aus der welcher Situation auch immer wieder zu befreien. Ja, weil ein Ersatzmagazin immer in der Hosentasche zu haben, erstens geht das gar nicht, zweitens ist es wahnsinnig unbequem, drittens ist es von waffenrechtlichen Vorschriften her ein bisschen schwierig, aber gut, im Kriegs- oder beziehungsweise im militärischen Einsatzfall wäre das ja Wurst, aber naja, man könnte drüber nachdenken. Aber traditionell, zumindest als ich da war bei der Bundeswehr, wie gesagt, Verbandspäckchen bei der Schweizer Armee, keine Ahnung, aber ich gehe auch davon aus, dass das doch sowas in die Richtung sein wird. Ne? Also ein paar kleine, wirklich wesentliche Gegenstände, die halt immer zur Hand sind. Dann gibt es Ausrüstungsschicht 2. Bei modernen Armeen ist das diese lustige Weste, die die alle tragen, mit den vielen kleinen Täschlein drauf und möglicherweise innen drin noch eine Platte aus einem heftigen Metall oder Kevlar, das eben noch, die noch einen gewissen Schutz vor Beschuss bieten soll, der sogenannte Plate Carrier, also ein Plattentragesystem, einfach damit man kugelsicher ist, zumindest dieser Bereich hier mehr oder weniger, das war es dann auch schon. Für mehr Kugelsicherheit haben sich die meisten Armeen das nicht leisten wollen, beziehungsweise das muss ja noch getragen werden. Ja, und wenn du hier so eine Platte hast, dann ist schon zumindest ein Großteil der inneren Organe gesichert. Das heißt, die oberen Schultern, die können ab hier schon rausragen, weil zumindest ist da die Lunge nicht mehr betroffen und man hat dann halt nur in Anführungszeichen einen Schulterschuss. Ich bin da kein Experte für, gar nicht, überhaupt nicht. Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund dahinter. So, und jedenfalls auf diesem Plattentragesystem, teilweise ist das auch einfach nur eine Splitterschutzweste und so weiter, da sind dann jeweils noch separate Taschen drauf, wo man dann Ersatzmagazine drin hat, eine Taschenlampe, je nachdem, was für Aufgaben man hat, dann gegebenenfalls noch ein Funkgerät, sowas in die Richtung. Ne? Also alles da vorne hängt hier rum. Teilweise sind das noch durchaus relativ dicke Taschen, die da dranhängen, weil da recht viel Krempel transportiert werden muss, beziehungsweise das Bundeswehr-Standardmodell ist immer noch das Koppeltragesystem. Ich glaube, immer noch tatsächlich offiziell das Ding, mit dem du dann noch ein paar zusätzliche Taschen, die du quasi in einem Gürtel, den man mit Hosenträgern sozusagen noch über die Schultern laufen hat. Ich habe das Ding schon ein paar Mal gezeigt gehabt, habe jetzt gerade kein Bildmaterial, wobei vielleicht habe ich welches, muss mal gucken. Verfügbar, beziehungsweise die USA hat auch noch so ein ähnliches Dingens, zumindest noch im Einsatz gehabt, wo auch hinten noch eine Tasche dranhängt und eine Wasserflasche und so weiter. Und auch das lief über die Schultern. Und diverse Armeen Europas hatten oder haben sowas noch im Einsatz. Früher aber war eben dieses entweder Koppelsystem oder heute Chest Carrier, Chest Rig,
Chestwick kann man das auch nennen. Das ist dann halt einfach was du vor der Brust geschnallt hast. Während du hinten den Rucksack hast, hast du vor der Brust eben noch zusätzliches Gepäck. Das kann auch eben die zweite Stufe sozusagen sein. Aber früher war das immer eben der Brotbeutel. Ja? Und die Idee vom zweiten Stufentragesystem ist einfach, dass da halt vieles Nützliches, vieles Wesentliches drin ist, das man normalerweise befohlen wird, immer am Mann zu haben. Und man kann das dann unabhängig davon mit sich herumtragen, dass man einen Rucksack aufhat oder eben nicht. Ja? Und das ist der Knackpunkt. Weil das Marschgepäck, das was im Rucksack drin ist, ist üblicherweise bei Militärausrüstung wahnsinnig schwer. Und drum ist es eine große Erleichterung für den Soldaten, wenn er jetzt gerade nicht von A nach B verlegen muss, also sein ganzes Geraffel transportieren, dass er dann halt nur mit dem vergleichsweise leichten, ich nenne es jetzt mal Allzeit- oder Tagesgepäck unterwegs ist und der richtig schwere Rucksack halt dann irgendwo anders rumliegt. So, das heißt, in einer Notsituation unter Beschuss und so weiter und so fort hat man dann die wesentlichen Dinge, um Beschuss zu erwidern, Ersatzmunition, möglicherweise noch einen Klappspaten, um sich einzubuddeln, wo man gerade liegt unter Beschuss. Das hat man alles am Mann, aber eben nicht den Rucksack, und das ist dann eben Kategorie 3, dass im Rucksack quasi Zeug drin ist, das wichtig ist, keine Frage, was wie Proviant und so weiter, zusätzliches Trinkwasser, aber kurzfristig kann man mal drauf verzichten, beziehungsweise wenn man unter Beschuss den Rucksack zurücklassen muss, weil der gerade irgendwo Ungünstiges liegt, dann darf da halt nichts drin sein, wo das man innerhalb der nächsten 48 Stunden unbedingt zum Überleben braucht. So unbedingt, unbedingt. So wurde mir das zumindest mal erklärt. So, und jetzt zurück zum Brotbeutel. Früher war eben das Konzept der zweiten Ausrüstungsschicht nur dieser Brotbeutel. War da alles drin, was man so zum Überleben brauchte? Nö, schlicht und ergreifend nicht. Es gab noch ein paar Zusatzdinge, die man dann vielleicht noch am Gürtel festmachen konnte und so weiter und so fort. Tja, und ein Brotbeutel, von der Rückseite sieht der so aus. Und dann begreift man auch, warum der Beutel heißt. Also erstens, man kann ihn, wenn er zu voll ist und nicht mehr an den Rucksack dran passt, wenn man das aus Gewichtsverteilungsgründen nicht möchte, also heute kann man das, wie das damals befohlen wurde, weiß ich nicht. Es wurde garantiert irgendeine Trageweise befohlen. Ist ja alles befohlen bei der Armee. Aber aus heutiger Sicht kann man den natürlich auch umhängen. Man kann ihn auch umgehängt als lustige alternative Aktentasche tragen, wenn man diesen Look mag. Das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dieser Halbschale sozusagen aus extrem dichtem Baumwollmaterial. Und ja, jedenfalls gibt es hier noch eine Festmachmöglichkeit, ein Knöpfchen, dann kann man das festmachen, dann kriegt man ihn nicht auf. Hat man das Knöpfchen gelöst, kann man den hier so rausholen, hängt den dann entweder hier drüber oder wie auch immer und hat dann so rum einen Beutel. Ja. Ist ganz interessant, dass die Öffnung quasi nach innen geht. Man kann das hier also quasi als großen Deckel verstehen. Und da drin ist dann eben Platz, seht ihr selber, gar nicht mal so viel. Für eben eine Ladung Brot. Ich habe aus dem Buch des Schweizer Soldaten nachgelesen, dass die Gebirgseinheiten, das ist ja der Gebirgsrucksack, zu der Zeit 750 Gramm Brot dabei hatten. Ich glaube, die normale Infanterie, oder sogar 800 Gramm, die normale Infanterie in Anführungszeichen, die hat nur 500 oder 600 Gramm Brot bekommen als Tagesration. Ne? Also das musste hier irgendwie reinpassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das da reinpasst, aber dann ist halt nicht mehr allzu viel Platz für was anderes. Der Brotbeutel hat hier hinten noch eine extra Tasche, kann man hoffentlich sehen. Und ja, da könnte man sich dann vorstellen, dass da noch Butter drin gewesen ist, die berühmte Butterdose. Die gibt es auch bei der Bundeswehr. Die Schweiz hat bestimmt was Ähnliches gehabt, dass die halt zum Brot noch was dazu hatten. Vielleicht war da noch Besteck drin, beziehungsweise diese Tasche ist nach unten offen. Daher weiß ich nicht genau, welchen Zweck die erfüllt hat. Vielleicht war die auch einfach nur dafür da, um irgendein dickes Bündel festzuhalten. Das konnte ich nicht herausfinden. Auch hier gilt, wer das besser weiß als ich, der mag bitte gerne seinen Senf dazugeben. Würde mich sehr freuen und uns allen weiterhelfen. Ja? Wunderschön ist
dieser dicke Lederbeschlag, Lederriemen, was auch immer, sowas wird heute gar nicht mehr hergestellt. Das ist einfach wunderschön, ein tolles Stück aus der Sattlerei. Die Sattlerei, das ist ja ein lederverarbeitender Beruf im Grunde. Die Sattler kann man nochmal einzeln unterteilen in den tatsächlichen Sattelmacher, der halt wirklich Sättel, also Auflage zum Sitzen auf dir sozusagen gemacht hat. Und dann halt eben nochmal den Teschler zum Beispiel. Der Teschler hat dann eher Taschen hergestellt. In diesem Fall wäre das vermutlich dann eben also eher eine Arbeit eines Teschlers. Auch ein Rucksack mit Lederelementen wäre vielleicht eher dem Teschler zuzuordnen, inwieweit man das so unterscheiden möchte. Aber man muss schon wirklich großes Know-how haben, um sowas hier verarbeiten zu können. Das war natürlich zur damaligen Zeit 100% Handarbeit, beziehungsweise vielleicht ein bisschen mit größeren Maschinen, aber nicht Industrialisierung, wie wir sie heute kennen, dass das einfach der Roboter macht und das Ganze vom Fließband kommt und kein Mensch hat es jemals angefasst. Das auf keinen Fall. Ja. Also der Brotbeutel hat schon was. Hier gibt es noch ein Namensschild. Leider kann ich nicht mehr genau lesen, wem der gehört hat. Und man kann hier noch mehr oder weniger, ich vermute, das ist das Regiment oder die Armeeunterabteilung, in der der Besitzer dieses Brotbeutels tätig war, zuordnen, weil der kam wohl aus dem, die vierte Amtssprache. Wie heißen sie denn? Die Waliser. Ja, also aus dem Walisischen. Ich krieg den schweizerdütschen Begriff dafür gerade nicht hin. Meine Frau hat es mal gesagt, aber ja, sorry, ist nicht böse gemeint. Es ist manchmal nicht ganz einfach. Es ist nie einfach mit euch. Nein, nur Spaß. Hab großen Respekt vor allen, fast allen Errungenschaften der Schweizer Demokratie, insbesondere vor der Demokratie. Wer sich beim Brotbeutel jetzt noch fragt, wofür eigentlich dieser dicke Baumwolldeckel in Anführungszeichen da ist, war vermutlich tatsächlich so ein Stück weit Tarnungszwecke, vermutlich größtenteils einfach Wetterschutz. Weil das hier, das weicht so schnell nicht durch. Es weicht sicherlich irgendwann durch, wüsste nicht, warum das 100% wasserdicht sein sollte. Aber das ist ein so dichtes, so festes Baumwollgewebe, daraus besteht der ganze Rucksack, dass wahrscheinlich das Aufquillen des Baumwollfadens verhindert, dass es da direkt durchregnet. Deswegen wird es auf der Innenseite trotzdem feucht und klamm, aber es kann keine größere Menge Wasser eindringen. Es reicht also höchstens aus, so vermute ich, dass es den Brotbeutel als solchen ein kleines bisschen klamm werden lässt außen, aber auch der wiederum ist ebenfalls aus sehr, sehr festem Baumwollmaterial, das dann wiederum aufquillt und wahrscheinlich den Inhalt schon ziemlich gut vor Feuchtigkeit schützt. Ziemlich gut. Bei richtig krassem Sauwetter, was man in den Alpen ja durchaus mal erwarten darf, da hast du dann halt schlimmstenfalls leicht angefeuchtetes Brot. Das ist ja sowieso immer zeitnah gegessen worden. Man braucht sich auch nicht vorstellen, dass in diesem Brotbeutel hier eine riesen Menge Proviant passt, dass der Soldat für 14 Tage da sein Essen drin hatte, dann hätte der sehr wenig zu essen bekommen. Das wäre schlecht gewesen. Vermutlich war das wirklich so ein bisschen die Tagesration, der Tagesproviant, der da mitgeführt wurde. Und dann war es auch nicht so katastrophal, wenn der mal ein kleines bisschen nass geworden ist. Vermute ich. Ja? Also ich konnte einiges recherchieren, leider längst nicht alles. Wer da also noch ein paar Dinge ergänzen möchte, darf das sehr gerne tun. So, zurück zum Rucksack. Den habe ich jetzt mal für die theoretische moderne Nutzung bepackt und sehe da, also die Seitentaschen sind inzwischen leer, sehe da vor allen Dingen eben den Rucksack als Übernachtungsmöglichkeit, dass man sagt, man möchte mal eine Nacht im Walde pennen oder eine Nacht auf der Wiese oder eine Nacht am Meer, was man meistens nicht darf. Also muss man gucken, dass man das legal macht, selbstverständlich. Aber einfach für eine Nacht draußen ein Biwak-Rucksack sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, passt denn da alles rein, was man für einen Biwak so braucht? Jetzt nehmen wir mal an, du hast hier außen jeweils 1,5 Liter Wasser zum Beispiel. Wenn es ein Tag ist, an dem es ein bisschen heißer ist, braucht man ja durchaus viel Wasser. Und ne, dann hätte man da trotzdem ja jeweils noch ungefähr einen Liter Platz noch für irgendwelchen Kleinkrempel. Da würde zum Beispiel noch ein Kocher reinpassen. Man kann, das ist ja ganz beliebt, häufig irgendwelche Flaschen verwenden, die dann nochmal in eine Tasse reinpassen, die Tasse zum Kochen verwenden, nebendran noch einen kleinen Spirituskocher oder auf die andere Seite noch einen kleinen Spirituskocher mit einem kleinen Windschutz.
mit eben noch einem kleinen Fläschchen Spiritus und so weiter. Also solche Dinge, sowas dieser Kategorie, bin ich mir sicher, würden hier außen auch noch reinpassen, zusammen mit etwa 3 Liter Flüssigkeit. So, und die großen Sachen zum Übernachten, die macht man dann logischerweise innen rein. Auch schön, der Rucksack ist groß genug, dass man eben nicht einen Schlafsack außen dran hängen muss. Dann ist ja klar, dass man draußen pennen möchte. Ich finde das zum Teil gerade bei Militärrucksäcken wirklich ziemlich katastrophal. Da will man doch getarnt sein. Das ist eher das Gegenteil der Fall, wenn du irgend so einen kleinen, was weiß ich was, Pack hast und musst da außen noch einen riesigen Schlafsack draufbinden. Dann weiß jeder Depp, dass du rausgehst, um im Wald zu pennen. Das ist das Gegenteil von Tarnung. Auffälliger kann man es kaum machen. Also wäre vielleicht im militärischen Rahmen Tarnung im Sinne von, dass man nicht so schnell gesehen wird. Aber sobald du gesehen wirst, ist klar, was du vorhast. Und das verstehe ich nicht. Also ich finde bei Tarnung das sogenannte Grey-Man-Prinzip viel interessanter. Du läufst unauffällig rum, ergo du schleppst auch nicht irgendwelchen super high-fancy Militärkrempel, der sofort als solcher zu erkennen ist, in der Gegend rum. Und dann kannst du auch mal gesehen werden, ohne sofort Verdacht zu erregen. Ja, bist du im Ghillie-Suit, also das ist dieser lustige Fransenanzug für Scharfschützen, in der Gegend rumlaufend, sieht dich vielleicht keiner, aber wenn dich doch mal einer sieht, dann ist die Polizei unterwegs. Ja, also... Ja, just my 2 cents oder 5 cents oder was heißt das so schön im Englischen? Also mein Senf zu diesem Thema. So, jedenfalls die Schnallen. Die Schnallen sind einfache Lederschnallen, natürlich qualitativ unglaublich toll, weil nach 89 Jahren sehen die noch gut aus. Das heißt, die müssen qualitativ absolut toll sein. Die wurden ja auch genutzt. Das Blöde ist, hier sind so winzig kleine Löchlein drin, ich hoffe, die sieht man. Und die musst du dann einfach hier durch diesen kleinen Metallsporn, schwupp, Nahaufnahme, durchfädeln. Und ja, das ist also aus moderner Sicht schon ein bisschen mühsam. Das braucht jedes Mal ein bisschen Zeit. Natürlich hat man das mal geübt damals als Soldat, dass das einigermaßen fix ging. Aber klar gibt es da inzwischen technisch gesehen Besseres. So, Deckel auf. Und hier hat man jetzt zum Zuziehen des Deckels schlicht und ergreifend eine Strippe. Ende. Ne? Also kein fancy Schnürsystem. Es ist einfach eine durchlaufende Schnur, die hier lang geht. Es gibt noch keinen Schnellverschlusszipper, man muss hier eine Schleife machen oder einen Knoten, um das Ganze zuzubekommen. So, und dann habe ich jetzt mal im Inneren, spaßeshalber, wir wollen ja theoretisch draußen schlafen, ein Zelt, flupp, da unten einen fetten Schlafsack. Natürlich braucht man keinen so einen fetten Schlafsack, aber das ist ja scheinbar das Ding, was jeder besitzt, der Defense 4. Wirklich empfehlen möchte ich den inzwischen nicht mehr unbedingt. Da gibt es andere Lösungen. Man kann den schon nutzen. Der ist zumindest mal so 8-9 Jahre, je nachdem wie lange man damit unterwegs sein möchte, ist der schon ein guter Schlafsack. Er hat sie halt meiner Meinung nach relativ schnell, meiner zumindest, nachgelassen in der Wärmeleistung. Und inzwischen ist er schon nicht mehr so toll. Gut, aber den packen wir mal aus. Der nimmt eben einen Großteil vom Platz ein und ist aber auch ein Riesending. Ne? Also jeder andere Schlafsack hat gefühlt ein kleineres Packmaß. So, und jetzt haben wir hier noch dreierlei Taschen. 2 Seitentaschen im Inneren, die für zusätzliche Organisation sorgen. Die sind natürlich nicht dafür, da das insgesamt mehr in den Rucksack reinpasst. Da wäre ohne den zusätzlichen Stoff der Seitentaschen tendenziell ein bisschen mehr Platz. Aber ja, wer das halt eben mag, dass der Rucksack noch Einzeltäschchen und Extratäschchen hat, wo man halt eben etwas mehr Ordnung halten kann, für den ist das was. Zum Beispiel passt in diese Dinger halt noch wunderbar so eine, das ist immer ein schönes Maß, um anzugeben, wie groß sowas ist. Die passt da sehr, sehr gut rein. Die könnte noch ein bisschen breiter sein, die könnte noch ein bisschen länger sein. Man hat da ungefähr das Volumen, ich würde es mal auf ca. 2 Liter schätzen, insgesamt, was da maximal reinpasst. Und das drückt auch nicht nach hinten raus, ist also, man kann die also beliebig vollstopfen. Oder alternativ zum Beispiel eine Schweizer Isomatte. Das ist eine Schweizer Isomatte, ja, also passt wunderbar in den Schweizer Rucksack, ist nur ein paar Jährchen jünger als der Rucksack. Ja, und damit hätten wir jetzt schon ein Schlafequipment dabei, ein komplettes Zelt, eine Isomatte und ein Schlafsack. Damit kannst du dich hinhauen, viel mehr brauchst du nicht. Hätte noch eine Ersatzunterhose Platz gehabt? Ja, insbesondere wenn man einen etwas kleineren Schlafsack genommen hätte. Wie gesagt, ich habe absichtlich den Defense 4 genommen, einfach um mal zu zeigen, was da reinpasst. So, und jetzt haben wir hier in der Mitte noch ein lustiges Fach. Das ist das Schweizer Klapphockerfach.
da packt der Schweizer traditionell seinen Klapphocker rein, weil die Schweizer Armee, die braucht unbedingt einen Klapphocker. Nee, ist natürlich nur Spaß. Habe ich jetzt einfach mal exemplarisch so einen kleinen Klapphock. Ist nichts Besonderes, ne? Einfach so ein günstiges Ding. Einfach mal exemplarisch reingesteckt. Der Witz ist, mit dieser Rückentasche hier, diesem Ding hier, da, ja, es wird diskutiert, was da ursprünglich reingehörte. Am wahrscheinlichsten ist der Karabiner, dass man den Karabiner im Gebirge eben nicht immer in der Hand tragen konnte, nicht immer im Anschlag sozusagen, sondern dass man den auch im Rucksack verstauen konnte, wenn man die Hände halt mal gebraucht hat, um im Gebirge sicher unterwegs zu sein, um mal wo hoch zu kraxeln und so weiter und so fort. Das halte ich für die realistischste Idee, wozu diese Öffnung gut ist. Und ihr habt ja am Deckel vielleicht schon gesehen, hier gibt es diesen lustigen, dieses lustige Lätzchen in Anführungszeichen. Und wenn man das nämlich aufmacht, dann ist das nochmal ein zusätzliches Loch, das eben zu diesem Ding führt. Und das, was du da reinsteckst, kannst du oben rausragen lassen. Und im Boden gibt es eben auch nochmal so eine Öffnung, die mache ich jetzt nicht auf, dass man da auch noch was unten rausragen lassen kann. Man müsste dann halt nur sicherstellen, indem man das hier feste zuzieht, dass das nach unten nicht rausrutscht. Aber ich denke, das sollte möglich sein. Also ja, da passt ein Gewehr rein. Für heutige Sicht wäre jetzt ein Gewehr natürlich nichts, was man da reinstecken wollen würde. Ein schöner Wanderstock, ein schon ausgefahrener Trekkingstock. Eine sehr lange Axt beispielsweise könnte aus moderner Sicht interessant sein. Also so eine richtig, richtig schöne, lange, große Axt. Ja, warum nicht? Oder eine Schaufel, eine richtige Schaufel mit einem langen Stiel. Nicht eine Teleskopstaufel, sondern so eine richtige Schaufelschaufel. Das wäre auch noch eine schöne Möglichkeit, was man da reinpacken könnte, sofern die dann halt am hinteren Ende nicht super breit auseinander ist und man das nicht irgendwie... Ne, aber nur so ein paar Ideen. Ja, Skier sollen da wohl auch schon mal drin gesteckt haben. Gibt es ein paar Belege, beziehungsweise ein paar Leute im Internet behaupten, dass das für die Skier gewesen ist. Kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür ist es schlicht und ergreifend zu schmal. Hier ja nochmal schön zu sehen. Also, dass hier zwei Skier durchpassen, schwierig. Jo, aber das war's zum Inhalt tatsächlich. Mehr ist da nicht drin, beziehungsweise mehr finden wir auch in den Tiefen des Inneren nicht. Da unten kommt dann halt irgendwann der Lederboden zum Vorschein. Und besondere weitere Zusatzfeatures gibt es nicht. Kommen wir zum Tragesystem. Das ist ein Stück weit der Elefant im Raum, weil so ein alter Rucksack lässt er sich super bequem tragen. Die Polsterung des Schultergurtes, ja, die ist nämlich eher traditionell schweizerisch ziemlich neutral ausgefallen. Entschuldigung, der musste sein. Ja, auf gut Deutsch, es gibt keine Polsterung. Es ist einfach ein breiter Lederriemen. Der trägt sich irgendwo ein Stück weit schon angenehm. Auf die Dauer, wenn man damit lange unterwegs ist, verhindert das natürlich nicht, dass da was scheuert. Und dann scheuert da halt was. Das kann man dann mit großer Neutralität einfach wegstecken. Also die Schweizer Soldaten damals, das müssen extrem harte Hunde gewesen sein. Das muss man schon so deutlich sagen, dass die mit dem Ding hier mit enormen Lasten, und der hat ein Eigengewicht von fast 5 Kilo, das kommt noch erschwerend dazu, dass die damit in der Landsch im Gebirge noch die Berge hochgestapft sind und das zum Teil noch im ordentlichen Tempo, garantiert im ordentlichen Tempo. Das ist, braucht enorm viel Anerkennung und da kann man sich eigentlich nicht wirklich drüber lustig machen. Aus moderner Sicht, wie gesagt, als Übernachtungsrucksack, irgendwo in den Wald stapfen, 3, 4, 5 Kilometer von mir aus. Ja, dann hast du aber auch genug, dann willst du auch übernachten und da hast du dann ja auch mit den genannten Teilen zum Beispiel eben nur eine Ausrüstung, die dann insgesamt vielleicht 10 oder meinetwegen 12, 13, 14 Kilo mit Wasser und dann halt noch ein bisschen Proviant, wenn man auch noch ein Abendessen machen möchte und so weiter wiegt. Das lässt sich über die Distanz dann schon auch mit so einem Rucksack tragen, solange man einen halbwegs gesunden Rücken hat. Gibt es Komfortableres? Bei weitem. Ist das besonders cool?
Das müsst ihr dann wissen, beziehungsweise ich finde definitiv schon, ich möchte es nicht wirklich empfehlen, sich so einen alten Rucksack zu kaufen. Ne, das nicht. Ich möchte den einfach nur mal gezeigt haben und will einfach nur spaßeshalber ein Anwendungsspektrum für den modernen Bedarf, für so ein schönes, ja letzten Endes, ja Museumstück nicht. Ich werde den schon auch hin und wieder mal verwenden. Gerät gezeigt haben. Ne? Also so viel simple Schulterriemen. Schön ist, dass der für sein Alter bereits einen Lagekontrollriemen bzw. zwei sogenannte Lagekontrollriemen hat. Das heißt, man kann sich den Rucksack enger an den Rücken dran schnallen, indem man die Dinger hier verkürzt. Ja, dann wird einem das immer enger an den Rücken dran gedrückt, weil das hier quasi immer näher rangezogen wird. Und das kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein bei sehr schwerem Gewicht, dass man da ein bisschen variieren kann, je nach persönlicher Anatomie. Und vor allen Dingen im Gebirge wichtig, beim Bergabgehen mag man das vielleicht ein bisschen anders einstellen als beim Bergaufgehen. Während beim Bergaufgehen es nämlich katastrophal ist, wenn das Gewicht einen nach hinten zieht, dann könnte es passieren, dass man hinten rumkippt sozusagen und dann den Berg runterkippt. Mag ein Gewicht, das einen etwas nach hinten zieht, beim steilen Bergabgehen durchaus von Vorteil sein, weil wenn du fällst, dann fällst du automatisch mit dem Hintern sozusagen nach hinten, mit dem Rücken nach hinten und landest mit der Rückseite an der Felswand, die du gerade runtersteigst, oder dem Berghang, den du gerade runtersteigst. Und das ist dann erheblich besser, als wenn dieses Gewicht nach vorne drückt und du fällst kopfüber einfach runter und machst Puller, Kuller, 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 Kuller. Nicht, dass ein Schweizer jemals vom Berg fallen würde, das sind die ja gewohnt. Ne? Dann wäre noch kurz zu erwähnen, hier unten gibt es nochmal eine extra Schlaufe. Ich weiß nicht, wofür die ist, abgesehen davon, dass man diverses Zeug dranhängen kann. Wahrscheinlich zur Sicherung des unten rausragenden Gewehrs. Das wäre ja durchaus vorstellbar, dass man da eben dann nochmal eine extra Schlaufe hat, mit der man das nochmal gut fixieren kann, damit das nach unten eben nicht rausfällt. Also eine extra Schlaufe mehr als nur dieses Säckchen in Anführungszeichen mit der Kordel, mit der man das zuziehen kann. Ja, ganz toll für den Tragekomfort und erstaunlicherweise auch richtig gut zur Belüftung des Rückens für Leute, die viel schwitzen, ist dann dieser Riemen. Der hält einfach den Gesamtrucksack ein Stück weit vom Rücken fern, sodass hier tatsächlich Luft zirkulieren kann, weil das nicht direkt am Rücken anliegt. Ja, hier in dem Bereich, da liegt er dann meistens schon an, zumindest trage ich ihn so, aber hier gibt es dann schon noch eine gewisse Luftzirkulation. Beim Schwitzen ist das erstaunlich angenehm und für so einen alten Rucksack ist das nahezu sensationell innovativ. Und man kann sich eine weiche Polsterung des Rückenteils, das ist nämlich nicht weich und überhaupt nicht gepolstert, kann man sich sparen, einfach dadurch, dass man diesen Riemen hat, der gibt leicht nach und auf dem lastet dann aber halt auch das mehr oder weniger gesamte Rucksackgewicht auf dem Teil des Rückens, wo dieser Riemen hier anliegt. Ist aus moderner Sicht auch ein bisschen mühsam, geht aber. Ne, nochmal, also maximal 15 Kilo mehr macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, was die damals geschleppt haben in dem Rucksack, vermutlich 40. Alles möglich, aber eine unvorstellbare Leistung aus heutiger Sicht. Das kann man absolut nicht mehr nachvollziehen. Furchtbar, beziehungsweise unglaublich respekteinflößend. Je nachdem, aus welcher Perspektive. Jo, zusammenfassend. Schweizer Armee-Rucksack oder Gebirgsrucksack, Schweizer Gebirgsrucksack, Armee-Gebirgsrucksack, irgendwie sowas, unter dem Namen kann man den finden. Herstellungsdatum 1944, also 89 Jahre alt, gibt es tatsächlich momentan noch zu kaufen, nur zur Info. Die sind ziemlich teuer, klar, weil Rarität und insbesondere je nachdem, in welchem guten Zustand die noch sind oder auch eben nicht mehr ganz so guten Zustand, kosten die dann eine Stange bis eine große Stange Geld, je nachdem. Aber ist auf jeden Fall für mich persönlich als Rucksackliebhaber ein wahrer Schatz. Ich finde den unglaublich attraktiv, hübsch, schlicht und ergreifend. Vor allem die Lederverarbeitung. Das ist sensationell, wenn man sich das da mal anguckt. Einfach wie schön das und wie toll und wie alt das aussieht. Das muss ja alt aussehen, es ist ja auch alt und das gehört sich so. Und ich finde das wirklich ganz, 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 ganz toll. Der wird noch viel Pflege von mir bekommen, also vor allem die Lederteile, dass man die noch mal ein bisschen schön einfettet, einwachst, eins von beiden.
Muss noch gucken, was da für so altes Leder besser geeignet ist, werde ich noch ein bisschen recherchieren. Vermutlich tatsächlich wäre man da mit Fett auf der sicheren Seite. Modern ist ja eher Wachs. Mal gucken. So ein paar Zusatzschlaufen sind noch dran. Hier dieses Ding zum Beispiel. Keine Ahnung, für was das ist. Da wird es auch irgendwelche, vermutlich sehr, sehr, sehr alten Schweizer noch geben, die uns das sagen könnten. Sie würden es aber nicht tun. Und wenn doch, würden wir sie wahrscheinlich nicht verstehen. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Nee, ich habe wirklich größten Respekt vor insbesondere der Demokratie der Schweiz. Also das soll an der Stelle natürlich irgendwo ein bisschen mit Spaß und Freude und ein bisschen Ärgern des berühmten Nachbarn im Süden soll das ablaufen, aber natürlich auch mit einer gehörigen Portion Respekt. Ich meine, die Schweiz ist das demokratischste Land der Erde. Das ist schon toll. Das ist definitiv toll. Und da gibt es noch viele andere Sachen, die toll sind in der Schweiz. Ein paar Sachen sind ein bisschen seltsam, aber das Allermeiste ist dann schon ziemlich toll. Und meine Frau beschwert sich immer, dass sie jetzt in einem Entwicklungsland lebt. Aus Schweizer Sicht. Ja, Schweiz, Norwegen und Island, das sind vielleicht so die drei Länder, und Island erst seit kurzem, die sich das leisten können, Deutschland als Entwicklungsland zu bezeichnen. Aber ja, ich lasse es mal durchgehen. So, jedenfalls wunderschöner Rucksack und dann jetzt noch am Schluss herzlichen Dank an den edlen Spender. Das war ein privates Geschenk. Privat heißt nichts Werbung oder sowas in der Richtung, keine Kooperation mit niemandem, ist einfach ein privates Geschenk. Wunderschön. Ich freue mich wirklich außerordentlich. Ein toller Rucksack und der wird mir häufig, wer gerade bei kurzen, nur mal eben schnell übernachten gehen, wie gesagt, das hatte ich ja auch jetzt extra vom Gepäck her so gezeigt, wird er mir treue Dienste leisten, hoffentlich, ja nochmal 89 Jahre wird schwierig, ich gebe mir Mühe, aber das wird wohl schwierig, aber viele Jahre, hoffentlich, das wäre toll, ne? Gut. Ich glaube, was habe ich noch vergessen? Technische Daten nochmal 4,7 bis 5 Kilo, so irgendwo um den Dreh. Wohl je nachdem, welches Ding man gerade erwischt hat, wenn man so einen tatsächlich haben möchte. Und Haltbarkeit unendlich. Jo, das wär's. Macht's gut. Tschüss.